Guten Morgen, es ist 10.30 Uhr und wir starten mit dem Spagat-Stretching. Ich habe mir überlegt, wir machen heute ein Spagat-Stretching genauso, wie wenn ich mich stretche. Also heute halten wir die Position dann genauso lange, wie ich immer mache, wenn ich vor dem Fernsehen meinen Spagat stretche. Und wir nehmen auch denselben Flow. Normalerweise gebe ich euch ja immer so mehrere Übungen. Heute machen wir dann weniger, dafür halten wir sie länger. Ja? Also los geht's. Erstmal pressen wir alle kleinen Zehen in die Matte hinein. Kommen dann mit dem Po auf die Fersen. Und halten die Position für eine Minute. Hier können wir gleichzeitig auch noch unsere Schultern etwas öffnen, indem wir unseren Arm einmal ausstrecken, beugen und nach unten ziehen. Und wir halten. Schon die Hälfte der Zeit ist geschafft. Und einmal lösen, Füße ausklopfen. Wir kommen in die Gegenposition. Hier bringen wir unseren Fußspann auf die Matte, dann den Po auf die Fersen und wippen nach hinten. Versucht die Knie zu heben. Und wenn es geht, dann könnt ihr gerne eure Hände einfach in die Luft oder vor den Körper bringen und dann leicht nach links und rechts wippen. Hier öffnen wir unsere Plantarfaszie, die durch den ganzen Körper geht. Also es ist ganz wichtig, wenn ihr den Spagat können wollt, dass diese Faszie geöffnet ist und auch der untere Rücken. Weil viele dehnen dann immer die Hüfte, die Oberschenkel, aber der untere Rücken, der Lendenwirbelbereich und die Plantarfaszie sind ganz, ganz wichtig, um in den vollständigen Spagat zu kommen. Wir lösen langsam auf. Noch einmal alle kleinen Zehen in die Matte hineinpressen. Den Po auf die Fersen, Arme strecken und ihr könnt hier dann den anderen Arm einmal beugen. Genau. Und wir halten. Ich finde, die zweite Runde ist immer etwas schmerzhafter als die erste. Aber wir haben es gleich geschafft. Noch 10 Sekunden. Und einmal auflösen, ausklopfen. Nochmal in die Gegenposition, Fußspann in die Matte pressen und nach hinten, leicht nach links und rechts wippen und wenn ihr wollt, könnt ihr die Hände in die Luft nehmen. Und wir lösen. Gut, dann kommt einmal an den Anfang eurer Yogamatte, sodass die Knie nach vorn zeigen. Die Fersen sind neben der Hüfte. Und nun
wandert langsam und vorsichtig nach unten. Wir versuchen hier, ich zeige euch die Endposition, mit dem Rücken abzulegen. Wenn es nicht so weit runter geht, dann könnt ihr gerne versuchen, einen Block unter den Rücken zu legen und da zu halten. Oder, wenn das auch noch etwas schmerzhaft ist, einfach erst ein Bein strecken und nach unten wandern, soweit es geht, sodass das Knie auf dem Boden abgelegt bleibt. Und dann sage ich euch, wenn eine halbe Minute vergangen ist, dann könnt ihr einmal das Bein wechseln und die andere Seite machen. Ich habe gestern gelesen, die Position, die ist vor allem auch für die Lendenwirbelsäule sehr anstrengend, weil die Lendenwirbelsäule gar nicht für so eine große Beweglichkeit gemacht wurde, anatomisch. Also einmal halten, Knie zusammenwandern. Und wer ein Bein gestreckt hat, der kann jetzt das andere einmal ausstrecken. Immer noch halten. Das ist auch eine Position, die im Bikram-Yoga vorkommt. Und da läuft der Herr Bikram sehr oft auf den Oberschenkeln seiner Teilnehmer herum. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Am besten nicht mit den Füßen, sondern wenn ihr einen Partner habt, der euch mit den Händen hier leicht auf den Oberschenkeln rumdrückt. Das löst ziemlich viel, tut aber auch manchmal sehr weh. Wir lösen langsam auf. Und jetzt kommen wir einmal mit den Beinen nach vorn, sodass die Füße mit den Fußflächen aufeinander sind, in den Schmetterling. Könnt gerne einmal eure Füße halten und den Schmetterling fliegen lassen. Wunderbar. Dann die Sitzhöcker etwas befreien, indem ihr nach links und rechts wippt. Könnt ihr auch gern euer Sitzfleisch so ein bisschen nach außen bringen. Und dann mit dem Oberkörper einmal ablegen. Wir halten die Position für ein paar Minuten. Und hier kann man auch jederzeit einen Block unter die Füße oder unter den Kopf bringen. Und langsam auflösen. Ich zeige euch eine Übung, einmal mit und einmal ohne Band.
Und zwar, wenn ihr ein Band habt, dann könnt ihr euch da ganz schön reinbändeln. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich lege mein linkes Bein vor mich und dann lege ich das rechte drauf, sodass mein linkes Knie unter dem rechten Fuß ist und der linke Fuß unter dem rechten Knie. Dann wandere ich mit dem Oberkörper, soweit es geht, nach vorn und ihr solltet einen Stretch hier im Po spüren, der bis hoch in den unteren Rücken geht. Wenn ihr sagt, ihr wollt euch noch etwas mehr quälen, dann könnt ihr einmal ein Band in den Fuß nehmen, das Ganze um euch herum und dann das auf der anderen Seite Knie und Fuß zusammen machen. Ich mache das, weil meist, wenn ich nach vorne gehe, hebt irgendwas ab und so bleibe ich in der Position drinnen. Also einmal nach vorn und halten. Einmal lösen und wir wechseln die Seite. Rechtes Bein kommt nach unten, linkes Bein nach oben. Und dann einmal mit geradem Rücken nach vorn. Wir lösen langsam und vorsichtig auf. Einmal die Beine ausschütteln. Und dann nehmen wir unser rechtes Bein einmal an die Seite zur Hüfte. Strecken uns in die Länge. Und nach vorn. Genau. Lösen langsam und vorsichtig auf und wechseln einmal die Seite.
Ferse an die Hüfte, lang ziehen und nach vorn. Lösen auf und dann könnt ihr beide Beine auseinanderbringen in eine Grätsche. Wir wippen mit der Hüfte vor und zurück, vor und zurück. Und dann einmal die rechte Hand auf den linken Oberschenkel und über die Seite zum rechten Fuß mit der linken Hand. Genau. Wechseln die Seite. Linke Hand kommt auf den rechten Oberschenkel, rechte Hand zum linken Fuß. Genau. Und wir lösen langsam auf. Wunderbar, könnt gerne die Beine einmal ausschütteln. Und wir kommen in die Vorbereitung für den Frosch, den großen Hüftöffner. Indem wir das Ganze erst einmal machen, und zwar halb im Stehen. Also, das linke Bein streckt aus, das rechte ist aufgestellt und hierbei achtet darauf, dass eure Fußsohle auf dem Boden bleibt. Also, wenn
ihr nach unten kommt und der Fuß löst, dann geht weiter nach oben. So, Fersen sind auf einer Linie mit der Hüfte und ich bringe meine Hände zusammen, sodass ich mit meinem Ellenbogen das Knie leicht nach außen pressen kann. Ganz leicht. Halten. Genau. Kim, schau, dass deine Ferse auf dem Boden bleibt, genau. Ich mache zurzeit ja so viele Schwangerschaftsflows. Also ich bin nicht schwanger, aber ich habe ein kleines Corona-Food-Baby. Und da mache ich so viele Hüftöffner, dass ich jetzt wirklich zum Boden komme. Wenn ihr auch zum Boden kommt, dann könnt ihr das Ganze etwas erschweren, indem ihr einen Block unter den Po bringt. Dann wird es wieder etwas schwerer. Unter dem Po, unter dem Fuß. Halt. Einmal lösen und wir wechseln die Seite. So. Schauen, dass die Fersen wieder in einer Linie zur Hüfte sind und der Fuß mit der Sohle auf dem Boden. Lösen einmal und dann kommen wir in den Frosch. Hier schaut, dass eure Knie in einer Linie sind und eure Fersen in einer Linie zum Knie. Also ich zeige euch mal meinen Popo. Und zwar, ich gehe hier rein aus dem Vierfüßler. Meine Ferse ist in einer Linie zum Knie, mein Knie in einer Linie zur Hüfte. Dann gehe ich nach unten. Und schau, dass hier die Linie bestehen bleibt, auch wenn ich mit dem Oberkörper nach unten gehe. Was nicht passieren sollte, ist, dass ihr nach unten geht und nach vorne, weil dann habt ihr ein Haus. Also wenn hier das Limit ist, dann einfach hier bleiben, ja? Wie gesagt, ich mache zurzeit so viel schwangere Hüftflows, dass das ganz gut geht. Also wer gut reinkommt, kann gerne zwei Blöcke unter die Knie bringen oder ein Block und ein Buch, wenn gerade ein Buch in Griffweite ist. Und dann halten. Wir halten das Ganze für 2 Minuten. Es ist ein sehr großer Hüftöffner. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt raus, dann taucht bitte über vorne aus und legt euch hin.
Noch 40 Sekunden. Ich unterhalte euch etwas, damit es nicht so schmerzhaft wird. Wir sind zwar beim Spagat-Stretching, aber heute ist Valentinstag. Und am Valentinstag, da machen wir jetzt diesen großen Hüftöffner. Und im Yoga sagt man, die Schultern und die Hüften sind die Tore zur Liebe. Weil das Herz ist ja in der Mitte. Und wenn ich meine Schultern so nach vorn habe und meine Hüften eingezogen, dann sind die Tore verschlossen. Dann kann da niemand hin. Wir öffnen jetzt also die Tore zur Liebe ganz schön weit mit diesem großen Frosch am Morgen für 2 Minuten, sodass ihr den ganzen Tag etwas Liebe mit euch tragt. Liebe tut manchmal eben etwas weh, ne? Das merkt man immer bei diesen Positionen im Yoga, wenn es um so Hüftöffner geht oder gerade dieses Hände öffnen, Hände schließen ganz schnell. Das ist eine Übung aus dem Reiki. Da wird es einem verdammt warm, aber nach 10 Sekunden tut die Übung so weh. Und da denkt man sich dann immer, es tut so weh, diese Liebe. Und sie gibt so warm, aber umso öfter man das macht, umso angenehmer wird die Dehnung und die Position. Noch 10 Sekunden. Nee, ihr könnt lösen. Ich habe mich etwas verquatscht. Einmal die Füße ausschütteln. Und dann bereiten wir uns noch vor auf den Spagat nach vorne. Hier könnt ihr gern einen Block oder 2 Blöcke in die Hände nehmen, um euch etwas abzustützen. Also, wir wandern mit unserem rechten Bein nach vorn. Linkes Bein presst mit den Fußspitzen in die Matte und wir stellen uns in einen Sprinter hinein. Um das Ganze etwas angenehmer zu machen, könnt ihr euch gern auch etwas abstützen. Ja. Und halten. Dann einmal das hintere Bein ganz entspannt ablegen. Hier könnt ihr euch wieder eure Hände oder eure Ellenbogen verlängern, indem ihr den Block zum Boden bringt. Wir versuchen mit dem Oberkörper, so weit es geht, nach unten zu kommen. Und kippen das Knie leicht nach außen. Ihr könnt es auch gerne etwas nach außen schieben. Dann einmal den Fuß wieder aufstellen und wir versuchen von der Seite so auszusehen wie ein Z, indem wir das hintere Bein anziehen und die Hüfte nach unten pressen. Eine sehr schmerzhafte Position, aber wir halten das alle gemeinsam durch. Genau.
Kim, du kannst versuchen, mit der Hüfte noch etwas nach unten zu gehen. Genau. Bleibt in der Position. Ich zeige euch kurz was. Und zwar, Kim, wenn du den Fuß näher an dich ranbringen willst und das daheim übst, dann kannst du mit dem Fuß einfach gegen eine Wand gehen. Dann hast du den nämlich ganz automatisch angezogen und nach unten. Das tut saumäßig weh im Oberschenkel. Aber hier kannst du dich dann voll auf die Hüfte konzentrieren. Ihr könnt einmal die Seite wechseln. Meistens eine Seite angenehmer. Und das hier ist meine angenehme. Und auf der anderen Seite gehen wir nämlich den anderen Weg rückwärts wieder zurück. Halten noch für 15 Sekunden. Also Kim, wenn es angenehm ist, dann kannst du mit dem Unterschenkel noch näher an die Wand drücken. Wenn es angenehm ist. Das war jetzt etwas schmerzhaft. Genau. Und die Hüfte nach unten. Und dann einmal das hintere Bein ablegen. Und wir pressen das Knie nach außen. Oberkörper kommt nach unten. Und dann einmal das hintere Bein aufstellen, vorderes Bein stellt sich mit der Fußunterseite auf die Matte. Wir kommen in den Sprinter hinein, halten. Und einmal auflösen. Wunderbar. So, wir kommen noch in die meiner Meinung nach wichtigste Position für den Spagat. Und zwar einmal das rechte Bein nach vorn bringen, sodass der rechte Fuß auf der linken Mattenseite ist und das rechte Knie auf der rechten Mattenseite. Schaut, dass die Hüfte gerade ist. Wenn ihr mit der Hüfte nach oben seid, dann könnt ihr hier einen Block unter die Hüfte ablegen. Hinteres Bein ist gerade gestreckt. Wenn das etwas zu schwer ist, könnt ihr es aber auch anwinkeln. So, dass die Hüfte gerade ist und ablegen, ja? Ansonsten, wenn es gestreckt geht und ohne Block, dann kommt gerne mit dem Oberkörper nach unten. Und wir halten die Position.
einmal Seitenwechsel. Rechtes Bein kommt nach hinten, linkes Bein kommt nach vorn. Linker Fuß ist auf der rechten Mattenseite, linkes Knie auf der linken Mattenseite. Und halten. Lösen langsam und vorsichtig auf. Und dann kommen wir erstmal in den Spagat zur Seite. Hierbei bringt eure Füße mal nach außen und dann spreizt die Hände auf, sodass eure Fingerspitzen zu den Oberschenkeln zeigen. Gabelt euch einmal auf und befreit euch. Nochmal aufgabeln. Und befreien. Jetzt seid ihr mindestens einen Millimeter weiter vorn. Wir wippen mit der Hüfte vor und zurück. Und dann wandern wir langsam mit den Händen nach vorn in den Spagat. Könnt auch gerne Kissen unter euren Oberkörper legen oder Blöcke. Und ganz entspannt halten. Was mir hier immer hilft, um etwas tiefer und weiter vor mit der Hüfte zu kommen, ist, wenn ich die Pobacken abwechselnd einmal kurz anspanne, dann wandere ich mit der Hüfte weiter vor. Von hinten sieht das sicher etwas komisch aus, als würde ich twerken. Ich habe den Trick auch von einer Twerk-Lehrerin beigebracht bekommen. Aber es hilft wirklich, weil durch dieses Wippen, Wippen, Wippen wandert man so ein bisschen vor mit der Hüfte. Lösen einmal auf. Ihr könnt gerne eure Beine einmal ausschütteln. Dann kommen wir in den Spagat nach vorne. Hier könnt ihr auch wieder Blöcke greifen. Der Spagat nach vorn, wie immer gesagt, eigentlich ist er ganz einfach. Vor und vor. Das Problem ist einfach, irgendwas blockiert da immer. Das heißt, wir müssen immer wieder etwas üben. Also einmal hinteres Bein und vorderes Bein ausfahren. Schaut, dass die Hüfte gerade ist. Wenn sie nicht ganz zum Boden kommt oder kippt, dann legt einen Block unter euren Po. Es kann sich immer ändern. Es kann sein, an einem Tag kommt ihr in den ganzen Spagat, an einem anderen Tag braucht ihr einen Block. Lasst das zu, euer Körper ist jeden Tag anders und und geht die Hilfe durch den Block. Ihr könnt dann nämlich auch während dem Flow immer wieder probieren, nach einer gewissen Zeit einfach mal einen Block wegzunehmen und dann etwas tiefer zu kommen. Mm.
lösen auf, kommen einmal zur anderen Seite. Auch hier Beine ausfahren, schauen, dass die Hüfte gerade ist. Ihr könnt gerne einen Block unter die Hüfte bringen oder zwei oder drei oder fünf, je nachdem, wie viele Blöcke ihr habt. Ihr könnt auch gern versuchen, einen Block zu lösen. Lösen einmal auf, kommen dann in den Vierfüßler, kreisen einmal die Hüfte aus. Abwechselnd rechts und links. Und dann kommt einmal mit den Beinen nach vorn, nochmal in den Schmetterling. Lasst die Beine fliegen. Greift dann einmal euer Yoga-Baby. Das, am Anfang könnt ihr es gerne so halten. Und einmal das Baby wiegen. Und da klingelt das Telefon, einmal rangehen. Hallo, hallo, hallo. Freisprechanlage. Und wir haben Zwillinge bekommen, darum einmal das andere Baby in die Hand nehmen. Ausschütteln. Oh, Telefon. Hallo, 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 hallo. Dann habt ihr es geschafft für heute. Danke, dass ihr da wart und übt schön weiter Spagat. Wenn ihr Vielen Dank. Die Übung immer vorm Fernsehen macht, dann kommt ihr ganz schnell rein.